Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Beam Energy Drive. Wir sind mal auf einer Map, die wir vor Ewigkeiten mal hatten. Riverside Expressway. Ich weiß nicht, ob sich noch einige von euch überhaupt an die Map erinnern. Ist schon etwas länger her. Auf jeden Fall eine geile Map. Wir benutzen ein ETK 800 bei, beziehungsweise nicht 800, sondern so eine Mod davon. War beides Wünsche. Also immer, wenn ihr Wünsche habt, unten in die Beschreibung. Und wir machen sogar noch einen dritten Wunsch, und zwar Straßensperren-Crashs. Gucken wir mal rein, 150 km/h. Oh, ordentlich. Also wir sind auf jeden Fall Schrott. Da kann man nicht mehr fahren, ne? Wie sehen die aus? Das sind übrigens auch beides australische Polizeiwagen. Der Wagen spielt nämlich, diese Map spielt in Australien. Also drei Wünsche auf einmal. Wenn ihr Wünsche habt, schreibt sie immer in die Kommentare. Und bevor wir weitermachen, das zweite Video zum E-Golf ist oben. Und zwar wieder ein POV-Fahrt, aber diesmal auf der Autobahn, wo wir auch auf Höchstgeschwindigkeit fahren. Das ist ein ganz interessantes Video, ist gar nicht so lang. Also vielleicht mal einen kleinen Blick wert. Oben rechts ist der Link. Würde mich freuen, wenn ihr da mal jetzt oder nach dem Video reinschaut. Danke. Also gucken wir uns mal die Fahrzeuge an. Der hat hier eigentlich gar nicht viel abbekommen. Wobei er auch raucht, ne? Ich glaube ja. Also der Kühler hat was abbekommen. Und hier haben wir komplett vorne die Räder weggehauen und sieht den Motor an der Seite. Der ist durchgekommen, interessanterweise. Er fährt aber noch. So. Der hier war natürlich komplett zerstört. Das Ganze kann man ja nochmal machen, wenn wir jetzt direkt gegen einen fahren. So, und natürlich haben wir hier unser schönes Cabriolet genommen. Schon auf die richtige Spur, ne? So, bla bla bla. Ich liebe diese Mod. Oh, ja. Schöne Drifts. Ich liebe diese Mod. Für den ETK. Ich weiß leider nicht mehr, welche das ist, aber auf jeden Fall, damit haben wir so effektiv M3 und M4, beziehungsweise M3. So älter ein bisschen, das ist schon geil. So, also wir haben jetzt mal geguckt, was ist, wenn wir in die Mitte krachen. Was passiert dann, wenn wir den Kofferraum, also wenn wir uns hier versuchen, in die Lücke zu quetschen. So, kommen wir durch. Auf jeden Fall ein krasser Einschlag. Wir können noch Gas geben, aber lenken klappt nicht mehr wirklich. Und, oh, gegen die Seite. Und überschlagen wir uns. Nee. Aber beinahe. Wie sehen die aus? Der hat natürlich nichts abbekommen. Oh, die Notrufnummer ist 000 in Australien. Interessant. Also macht Sinn, aber. Der Wagen ist durchaus Schrott. Er fährt noch. Ohne Probleme, weil nichts beschädigt wurde wirklich, oder? Doch, nee, also er lenkt zur Seite. War dann doch schon ein hart genuger Schlag. Aber guckt euch an, wie krass der Kofferraum eingedellt ist. Jetzt können wir dem trotzdem mal nochmal einen Schlag versetzen hier. Oh, die armen Fahrzeuge. So. Okay. Und zu guter Letzt können wir nochmal mit dem hier eine Sache. Ich muss mal gucken, will. Wie weit geht der runter, wenn wir bremsen? Nicht wirklich viel. Aber wir können mal versuchen. Geschwindigkeit. Scheiße. Ah. Oh, Geschwindigkeit aufzubauen. Und dabei. Drift. Den halte ich nicht. Nee. Schaffen wir es ohne zu crashen? Ja. So, ich brauche jetzt aber ein bisschen Geschwindigkeit, deswegen immer den Anschwung hier hinten. Ich mag diese Mod so sehr. Es ist unglaublich, wie viel Spaß die machen zu fahren. So, also jetzt versuchen, es möglichst viel Geschwindigkeit zu kriegen und dann im letzten Moment voll in die Eisen zu gehen und uns vielleicht ein bisschen unter den Roamer zu schieben. Ich denke, jetzt wird nicht viel machen, weil der Wagen, dadurch, dass er modern ist, nicht wirklich weit runter geht. Bremsen! So hoch ist der Roamer dann auch nicht. Können wir noch fahren? Nee. Der kann nicht mehr fahren und der Roamer ist auch ganz schön beschädigt. Guckt euch die Seite an. Mein Gott, der arme Wagen. Autsch. Dem geht es natürlich wieder gut. Der kann nochmal nachschieben. Es macht nicht viel. So, okay. Wechseln wir mal den Wagen, nachdem der M3 uns hier so wohl gedient hat. 200, na, was nehmen wir denn so? Es war gewünscht mehr ETKs, also nehmen wir mal den ETKI. Wir hatten schon häufiger die Dings-Variante, also nehmen wir mal norwegische Polizei. Norwegische, nicht norwegische. 2400X All-Wheel Drive Facelift, okay. Dich probieren wir mal. Das ist nicht annähernd so viel Spaß sein wie der ETK 3 hier, sag ich mal. Aber wir probieren es trotzdem mal. Wie siehst du denn innen drin aus?
Oh, so eine Tür ist aber ganz nett, oder? Ein bisschen Holz eingebaut, jetzt nicht super. Wir haben sogar eine Uhr in der Mitte. Trotzdem sollte ich auf die Straße gucken und die Kurven nehmen. Danke. So. Oh, es ist einer dieser Wagen, die sich so quälen. Plötzlich reven die hoch, drehen hoch und es passiert erstmal irgendwie so gar nichts. Schrecklich. So, wenn wir hier in die Straßensperre fahren, mit 117 km/h, fährt unser Wagen noch weiter, aber unser Kühler ist beschädigt. Also, Kühlwasser läuft aus, wir haben kaum Kontrolle über den Wagen. Also vielleicht überhitzt der Wagen gleich sowieso. Ist egal, denn wir crashen uns noch weiter. Und spätestens jetzt hätten uns die Polizisten sowieso eingekesselt. Fahrzeugschaden bei denen. Oh, sieht ganz okay aus wieder. Also die sind natürlich Schrott, beziehungsweise müssen extrem repariert werden. Aber dennoch kann man sagen, Ziel erreicht. Und gut. Was nehmen wir als nächstes? Was nehmen wir als nächstes? Irgendwas Schweres. Der Moonhawk ist... Ah, old full size. Haben wir von dem Meerewein? Ich glaube, ne? Ich meine, wir haben Meerewein. Ja, genau. Varianten. So wird das ausgesprochen. Wo war er denn jetzt? Ne, wir haben tatsächlich nur eine Wein. Ich dachte, wir hätten Meere. Okay. So. Machen wir nicht mal nehmen. Ich hoffe, funktioniert es noch einwandfrei. Ja. Wow. Der dürfte natürlich schwerer sein. Boah, hört sich auch geil an. So. Hier schön ein bisschen amerikanische Fahrzeuge aus den 80ern. Der End-80er, vielleicht Anfang 90er noch. So, der hat natürlich Wucht und ist auch gar nicht so langsam. 120. Wow. Weniger Wucht aber, als ich gedacht hätte. Um einiges weniger Wucht. Also da hätte ich sogar mehr Schaden erwartet. Die sind natürlich beschädigt, aber es geht sogar. Okay, eben hier. Genau, Stocker. Wir hatten ja am Samstag das wunderschöne Daytona 500. Ich weiß nicht, wie viele von euch das gesehen haben. War auf jeden Fall ein ganz schickes Rennen. Hatten ein paar Crashes, die durchaus krass waren, aber es ist relativ lange grüne Flagge gewesen immer. Nur die Stages waren so eine Sache. Spoiler-Alarm. Und ja, mal sehen, wie sich hier unser Late-Model-Stocker beim Crash mit der Polizei macht. Weil man hier mal wieder einen gestohlen hat. Na, wieso habe ich passiert in Nesca gespielt? Das heißt ein Stocker. Nesca heißt nur die Serie. Und komm. Er ist natürlich auch noch schnell. 140 klein. Aber auch wieder keine Wucht dahinter. Was eigentlich klar ist, weil die ganze Front natürlich nicht wirklich... wir sehen es hier, das ist unsere Front, ne? So. Fährt er denn noch weiter? Er fährt noch weiter. Wir sehen sogar noch viel. Ja. Immerhin. Okay, soviel dazu. Ich sehe nichts mehr. Wir müssen uns links orientieren. Bitte mach keine abrupte Kurve. Links und rechts können wir uns orientieren. Okay, wo lang geht's? Oh, okay, geradeaus. Oh! Ich dachte kurz, wir halten uns um Dorf. War da aber nicht so. Modifizieren wir doch mal die Straßensperre hier. Wir wollen die etwas umbauen. Wo bist du? Hier, ne? Ja. So, das ganze Spiel dürfte sich nämlich ändern, wenn wir mal so freundlich sind. Und was haben wir denn noch als Polizeiwagen? Roma haben wir ja schon drin. Haben wir einen Pissima-Polizeiwagen? Also wir haben einen alten Pissima-Polizeiwagen, oder? Serbische Polizei, Trinidad Tobago, ägyptisch, irgendwas Interessanteres. Nehmen wir ETK-Polizei. Na komm, nehmen wir einfach die deutsche Polizei hier. Weil wir hätten ja auch ganz viele andere. Peru, Australien, Österreich, genau. Woher ist Australien wahrscheinlich auch? Kroatisch, Französisch, Dänisch, Rumänisch, Polnisch. Okay, wir haben hier einiges. So, wir bleiben aber mal bei der Deutschen. So, Spawn New. Genau, wir können ja die Sirenen anschalten. Das machen wir doch mal. Wenn wir die schon haben, dann können wir sie auch benutzen, ne?
Der muss nur kurz reloaden. So, einmal rum. Und hier stupsen wir uns mal ran. Somit haben wir hier nämlich den Schwerpunkt verbessert bzw. verstärkt. Muss nur kurz reloaden. Na komm. Man hört ganz leise, glaube ich, die Sirene im Hintergrund. Wahrscheinlich ihr nicht, aber ich höre sie. So, nehmen wir mal 1080 PS. Das hört sich doch an, als würde das Ding da durchkommen, oder? Turbo, Twin Turbo Charge und Supercharge, wenn ich gerade richtig das gelesen habe. Dann sollte er einiges an Power haben. ESC off. Schöne Farbkombination. So, machen wir mal. So, warte. Oh ja, der geht ab. Oh, ho, 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 ho. Bremsen, 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 danke. Der geht ganz... Oh mein Gott, geht der ab. Ho, ho, ho. Scheiße, ist der schnell. Der hat wirklich 1080 PS, das merkt man. So, wie schnell werden wir am Ende? Crashen wir hier genau ins Ende rein. Mit über 200 km/h. So, da fängt der natürlich genau ab. Die anderen schießen mir komplett weg. Aber die bleiben da. Autsch, guckt euch das an. Autsch. So, ich nehme mir mal das Recht, hier nochmal kurz das Thumbnail zu machen, weil das kriege ich nicht mehr hin. Ohne das Thumbnail. Ohne es jetzt zu machen. Dafür ist es ja wieder eine längere Folge, also. Alle Beschwerden dahingehend werden abgewiesen. So. Aber in die andere Richtung drehen wir das wieder. So, genau. Wunderbar. Ist das gut? Ja, oder? Das sieht gut aus. Da kriegen wir jetzt nicht wirklich ein schöneres raus, glaube ich. Nee. Gut. So, ich will jetzt mal gucken, wie schnell der auf 100 ist. Wir haben noch so eine App, oder? Wir hatten mal eine. Ich weiß nicht, ob wir immer noch eine haben. Customize UI Apps. Breaking. Nein, 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 nein. Wir hatten Distance Timer. Das könnten wir im Notfall nehmen. Aber ich hätte halt gerne einfach nur so ein Hotlapping will ich nicht. Odometer will ich nicht. Performance Timer. Genau, dich meine ich. Der war aber ein bisschen fiddly, oder? Den kann man... Ging der? Okay, doch. Also. Wollen wir mal ans Hinstellen. Jetzt funktioniert er nicht. Warum funktioniert er jetzt schon wieder nicht? Und... 2,51 Sekunde auf 100. Das Ding ist ein Monster. Das gucken wir uns mal von innen an. So, und 2,56 und runter, bremsen. Oh, selbst rückwärts ist der verdammt schnell. Das ist schneller als die meisten Fahrzeuge. Andersrum. 83 bis 0, 2,79 Sekunden. Mein Gott, ist das ein Monster. 2,41. Unglaublich. Wie schnell kriegen wir das? 2,50? Hier ein paar schöne Runs machen. Kompletter Burnout. Da hat jetzt auch. Da hat er jetzt nicht gemacht. 150 auf 0. Okay, ja, das war jetzt nicht wirklich, was ich wollte. Weil wir gecrashed sind. So, das war ein WhatsApp bei mir, kein Sorge. 2, 3, 1. Oh, ist das Ding ein Monster. So, wir sind auch jetzt ziemlich spät in der Folge schon. Oh, den müssen wir häufiger nutzen. 2,31. Das ist unglaublich. Das ist so schnell. Und dann crashen wir hier nochmal rein.
Auf jeden Fall. Denkt dran, E-Golf-Video ist oben, Autobahn, Höchstgeschwindigkeit. Link dazu ist natürlich oben rechts, wenn ihr auf das i klickt, weil die Anmerkung schon da war. Ich bedanke mich für euch, dass ihr schon ausgefallen habt. Sagt tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer GCG. Ciao.